Wollt Also ihr gehen wir. mit und uns helfen? Ja. Die Es Insel scheint ganz. begleiten, ja. Besser als hier alleine so bleiben. Cool. In Im diesem. Rudel macht es auch gleich viel mehr Spaß. Und falls nochmal wieder ein Damm bricht, habe ich euch gerne in der Nähe. Gut, also ihr macht euch ein bisschen auf, ja. Man geht erstmal logischerweise von dem Kloster wieder runter ins Dorf. Und als ihr tatsächlich euer Werk am Damm betrachtet, stellt ihr fest, dass dieser Mühlteich, der ist schon wieder relativ vollgelaufen. Allerdings, das Wasser ist ziemlich trüb. Trüb. Brauntrüb, grüntrüb, blutrottrüb. Brauntrüb. Es sieht sehr schmutzig aus. Naja, es gab auch ein Erdbeben, da haben sich Sachen gelockert. Das finde ich jetzt nicht weiter. Es fällt mir auf, dass eventuell in dem See jetzt keine Fische, keine Lebewesen mehr sind. Oder ist alles wie vorher nur trüb? Also mit deinen wasserbändiger Sinnen so ein bisschen in das Wasser hineinspürst, das fühlt sich, also es fühlt sich schmutzig an, aber ein schmutziges Wasser ist nichts Ungewöhnliches, ne? Also die meisten Wasserflächen sind jetzt nicht so sauber, aber das hier ist irgendwie, es fühlt sich falsch an. Also es ist nicht Kann ich. vergiftet oder sowas. Nicht vergiftet, aber es fühlt sich auch nicht. Du würdest es nicht trinken. Also wenn du, ne? Kann ich spüren, ob da Erde drin ist? Nicht in einem Maße, dass du es feststellen könntest. Sieht der Fluss, aus dem das Wasser, also der Zulauf quasi, sieht er auch schmutzig aus? Ja, genau. Dieses Wasser, das fließt da oben aus diesem Hügel runter, das sieht relativ finster aus. Ja, dann sollten wir da hoch, unbedingt. Das wollte ich Let's auch go. gerade sagen, Tikani. Ja, komm, let's go. Wie aufregend, wie abenteuerlich. Mal schauen, Dann was da oben ist. ich würde nach oben fliegen in die Luft und mal schauen, ob ich feststellen kann, wo der Ursprung des Flusses ist. Oh Mann, hey, und ich stapfe hinterher und denke mir, jetzt könnte ich jetzt fliegen, du siehst vor mir da und wirst vor mir alles erkunden können, so eine Scheiße. Ich renne Also, hinterher den Berg hoch. es kommt aus diesen, es gibt so, diese Insel hat so einen großen Hügel in der Mitte, den Schildkrötenpanzer. Und von da oben kommt das so runter. Also der ganze Hügel ist bewachsen und bewaldet vor allen Dingen, sehr grün. Und dieser Fluss bahnt sich da so einen mäandernden Weg runter, bis in diese Bucht. Du kannst den Ursprung jetzt nicht genau sehen, aber da es scheint irgendwie weiter oben zu sein. Okay, ich fliege zurück und teile meine Beobachtung mit. Ich denke, wir müssen bis ganz nach oben. Oh, super. Naja. Aber daher stammt die Quelle, richtig? Da würde ich von ausgehen. Wasser fließt nach unten und. Oder Großer Tikani? Tikali ist in der Nähe. Ja, ich würde da einfach hochfliegen. Langsam, damit die anderen hinterherkommen, aber ich würde nicht laufen. Kann Kann auch ich nicht versuchen, mit einfach. der Ja? erdbändiger Fähigkeit uns ein bisschen zu unterstützen, da Ach, schneller hochzukommen. Chi, hast du eine Möglichkeit, irgendwie schneller da hochzukommen? Ich versuch's. Also, Weil ich. du kannst natürlich ein bisschen helfen. Und das Beste daran ist, es gibt keinen richtigen Weg, der da hochführt. Aber du kannst die unwegsamen Stellen halt den Boden gerader machen und so ein bisschen treppenstufenartige Dinge aufstehen lassen. Das ist natürlich auf Dauer ist das anstrengend und erschöpfend. Aber das kannst du ohne größere Probleme machen, weil ne, das ist jetzt nicht so viel Aufwand. Mache ich. Ihr bewegt euch ein ganzes Stück nach oben, so den halben. Also es sei ja mittags, das ist alles passiert, das heißt, es ist jetzt nachmittags. Also so mehrere Stunden den Berg hoch, fliegend, stapfend, schreitend, auf dem Wasser gleitend, wie man das ja auch machen wollt. Zeiger, du fliegst immer voraus, schwebst oben so und gibst den Weg voraus. Und als ihr so es geht so lange Richtung Sonnenuntergang, ne? Also es wird schon. Also es wird langsam so Abend. Als du da oben entlang fliegst und einen Blick zurückwirfst, siehst du in der Ferne am Horizont
ein Segel. Segel. Mhm. Ein bedrohliches Segel? Du bist nicht die Expertin für Schiffe. Es ist ein dunkles Segel von einem Schiff, das offensichtlich Kurs auf die Insel hält. Ich würde nach unten fliegen. Und Tikani? Ja? Kennst du dich zufällig mit Schiffen aus? Du erwähntest vorhin etwas, Piraten und so weiter. Ja, würdest mir du, schon Schlimmes. Würdest du kurz mit nach oben kommen? Ich möchte dir etwas zeigen. Ja. Hey Babe, komm auf meinen Gleiter. Komm auf meinen Gleiter, ich zeig dir die Welt. Wie in Aladdin. Gib mir deine Schultern an die Welt. Ja, ich packe Tikani mit einer Hand so um die Hüfte und mit der anderen Hand den Gleiter und dann ab dafür. Okay. Was ganz Neues, Aufregendes für mich und ich bin begeistert. Ja, ihr gleitet nach oben. Tikani, du wirfst einen Blick in die Richtung und du siehst in der Ferne am Horizont, wo das Meer so von der Sonne schon so ein bisschen rot gefärbt wird, siehst du ein dunkles Segel und du würdest sagen, das ist ein größeres Schiff. Und diese Art von dunklen Segeln, das hatten eigentlich die größeren Schiffe der fünften Nation. Ja, das ist eindeutig ein Schiff der fünften Nation. Ich war mir gar nicht mehr bewusst, dass diese Schiffe immer noch unterwegs sind, aber das sind Piraten. Das sind schlechte Neuigkeiten. Das sind sehr schlechte Neuigkeiten. Du bist ja auch ziemlich sicher, dieses Schiff hält sehr genau Kurs auf die kleine Schildkröteninsel. Noch ein Kurs auf die Insel. Ja. Ich bringe Tikani wieder nach unten. Ja. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir könnten mit den Piraten sprechen. Das könnte aber auch sehr unschön enden. Oder wir verbarrikadieren die Insel und warten erstmal ab. Wie möchtest du eine Insel verbarrikadieren? Ich weiß nicht, erstmal die Menschen in Sicherheit bringen. Riso, du warst Soldat. Kennst du dich damit aus? Wir sollten zuerst mal die Anwohner warnen und isolieren und schützen vor sämtlichen Angriffen. Sollte es doch nicht zu irgendeinem Angriff kommen, sind sie auf jeden Fall sicher. Und ich finde, wir sollten auch einfach mal den Obersten warnen hier. Alles andere werden wir dann sehen. Also ist Meister Zau, oder? Ja. Ihr habt es gibt im Dorf noch eine Dorfvorsteherin, aber er ist schon die Amtsperson auf der Insel. Also von eurer Position aus habt ihr natürlich einen viel weiteren Blick als unten vom Dorf und ihr habt das Schiff viel früher gesehen. Und ihr glaubt fast, das Schiff würde, also Tikani, wenn du das richtig einschätzt, du bist ja schon einige Male gesegelt, das Schiff nähert sich so, dass es wahrscheinlich mit der Dunkelheit kommt und man es gar nicht großartig sehen wird im Dorf unten. Weil bevor es in Sichtweite des Dorfes kommt, wird es auf See dunkel werden. Dann ist das dunkle Segel nicht mehr zu sehen. Das heißt, es wird wahrscheinlich mit der einfallenden Dunkelheit unbemerkt in die Bucht einlaufen. Das ist eventuell unüblich, da ich mir denke, so eine kleine Insel, die auch nicht wirklich sehr bewaffnet ist, das wäre doch ein leichtes Spiel für sie, allein von der See aus bereits mit Kanonen auf die Insel zu schießen, wenn sie wirklich vorhätten. Kanonen gibt es noch, glaube ich, noch nicht. Oder mit anderen Geschossen? Ja, also man kann natürlich Dinge tun von See aus. Genau, ja. Okay. Also, wie gesagt, du hast ein bisschen Erfahrung mit Piraten. Ja. Du denkst, sie nutzen die Dunkelheit, die Einbrechende, um die Stadt die Insel zu überraschen. Ja. Ich denke, wir müssen das Wasser dann wann anders besichtigen. Wir sollten zurückgehen und die anderen warnen. Wärt ihr nicht hochgegangen, hättet ihr das Schiff nicht gesehen. Ja, das stimmt. Aber jetzt ist mir das Wasser herzlich egal. Okay. Das stimmt, ja. Wir sollten so schnell wie möglich zurück. Kann ich eine Rutsche runterbauen? Ja! Also ich würde trotzdem fliegen, aber für den Effekt fand ich es gut. Also ihr könnt versuchen, auf verschiedene Arten und Weisen mit euren Fähigkeiten schneller wieder runterzukommen. Ja, da gibt es einen Fluss, der voller Wasser ist. Überall ist Erde. Da gehen schon Dinge.
Ich fliege. Das erste unten ist. Keine Lava, weißt du? Hm. Naja, naja, wenn du dich anstrengst, kannst du den Vulkan natürlich zum Ausbruch machen. Ich glaube, das lasse ich lieber. Kann ich ihn auf einer Welle nicht mitnehmen? Klar, er kann die Leute mitnehmen. Also. Wir sind voll auf einer Welle. Setz dich einfach kurz ins Wasser, da werden zwar deine Füße nass, aber kein Thema und dann. Ich werde gerne nass durch dich. Ich würde sagen, da ihr euch beeilt und das natürlich vollkommen jenseits eures Trainings ist, diejenigen, die sich echt beeilen wollen, dürfen mal einen Push Your Luck würfeln. Das bedeutet, ihr würfelt mit, ich glaube, Creativity. Mhm. Nee, Passion, Entschuldigung, mit Passion. Ich beeile mich nicht. Das wird zu risky. Ja. Nein, du hast ja deinen Gleiter, du brauchst das ja nicht, ist das Problem. Ah, ja. Stimmt. Also, mein Element ist sowieso nicht vorhanden. Ich mache einfach langsam, ist okay. Ich habe so große. Aber du Spaß könntest einer Person könntest du helfen, wenn du willst, die du begleitest, einer von den beiden. Ja, das mache ich gerne. Dann würdest du einen Fatigue nehmen und die kriegen einen Bonus von 1 auf den Wurf. Ja, okay, das mache ich. Okay. Dann brauche ich ja nicht mal würfeln, ne? Nein. Ich habe so großen Spaß am Rutschen und baue mir zu viele Kurven und komme ganz langsam unten an. Und total schlammig von oben bis unten. Aber ja. Glücklich. Nee, ja. Und Tikani? Ich muss noch würfeln, gell? Mhm. Ich habe 4 und 2, 6 und 1 sind 7. Okay, gut. Du reitest mit Risu auf den Wellen dieses Flusses runter. Ihr beeilt euch. Allerdings ist es schon so, dass ihr da hängen so, wachsen so Äste niedriger und so weiter. Kriegt immer wieder so Äste ins Gesicht. Manchmal fallt ihr so ein bisschen ins Wasser, wenn du die Konzentration verlierst. Ihr bekommt beide einen Fatigue von eurer wilden Reise. Du übrigens auch, Froschmädchen. Okay. Also es ist einfach anstrengend, was da passiert. Und ihr kommt unten ziemlich zerzaust an und da wartet Zaya, die total locker auf ihrem Luftgleiter über euch weggeflogen ist und da absteigt mit so einer kleinen, ihr wisst schon, so einen Weg und dann steigt sie ab. Während ihr da unten ankommt, Tikani vollkommen erschöpft, Ski von oben bis unten voller Schlamm, aber breit grinsend und Riso mit so mehreren so Schnitten von Ästen im Gesicht. Ja. Nice. No. Naja, immerhin sind wir unten angekommen, okay? Ja. Mehr oder weniger in einem Stück, ja. Ja. Gut, was sollt ihr machen? Zum Meister gehen und ihn warnen. Okay, ihr rennt zum Kloster und stürmt da in die Halle rein und die Tantchen ist gerade dabei, irgendwelche Bilder abhängen zu lassen. Dreht euch um und guckt euch irgendwie mit großen Augen an und fragt, wie seht ihr denn aus? Was hat das zu bedeuten? Kind, geh dich waschen, sagt sie zu Shi. Der Meister darf dich so nicht sehen. Wieso? Du bringst Schande über deine Familie, wenn du so vor einen Erdweisen trittst. Ich bin Erdbändigerin. Das ist mein Element, mit dem ich mich kleide. Das ist doch keine Kleidung, Kind. Schuschu, geh dich waschen. Gibt's noch Erde unter unseren Füßen? Ja, ihr seid im Erdgeschoss. Ich flippe ein kleines Stück. Ah, ich bin ja auch voller Schlamm, wie praktisch. Ich flippe ein kleines bisschen Matsch und auf die Person. Auf sie, okay. Du machst so Flupp und so eine Bewegung und dir spritzt so von dem Schlamm ihr so ins Gesicht die Kleidung und sie ist vollkommen so. Ups. Und dann explodiert sie. Und beginnt laut irgendwie auf dich einzuschimpfen. Vollkommen entfesselt. Du weichst vor ihr zurück und deine Balance würde einen Schritt Richtung Survival gehen, weil du plötzlich das unglaubliche Gefühl hast, dass dieses Tantchen mit dem Schlammfleck auf ihrer Robe gefährlicher ist als das Schiff voller Piraten, das im Hafen einläuft. auf was kein Respekt vor den Älteren! Was haben deine Eltern dir nur beigebracht? Deine Familie? Von was für einer seltsamen Familie kommst du überhaupt? Du bist doch gar keine Erdbänderin und so weiter. Bla bla bla. Und laut und brüllend. Und alle treten so ein, zwei Schritte zurück vor ihr. Ja.
Okay, jetzt dann. Ich lasse das Ski jetzt machen. Also. Ja. Shame on you! Shame on your family! Shame on your ancestors! Shame on your cow! Shame on your cow! Genau. Schande auf die Schafkatzen! Ich drehe mich zu den anderen um. Findet ihr Matsch auch schlimm? Ich halte mich da raus. Ich gestikuliere wild in alle Richtungen und auf meine Kleidung und meine Schnitte im Gesicht. Also nicht wirklich. Ich kann immer noch ahnen, was für Gefahren da auf uns lauern wegen dem Piratenschiff und bin etwas nervös und kann mich auf dieser ganzen Ebene gerade nicht einlassen und würde mir wünschen, dass wir eventuell einen Plan schmieden, was wir jetzt tun. Das laute Rufen sorgt aber zumindest dafür, dass Meister Sao von der Treppe oben herunterschaut und mit freundlicher, aber bestimmter Stimme fragt, was soll denn dieser Aufruhr hier? Ich überlasse Tikani das Reden. Die kann ja, das. Da ist ein Piratenschiff auf dem Weg direkt am Hafen. Ein Piratenschiff? Oh nein. Wir haben es aber gesehen. Wir haben die Segel gesehen. Dann müsst ihr sicherlich sofort was unternehmen gegen diese Piraten. Husch, husch, los, los. Wir? Beschützt das Dorf. Wie los, wir? Los. Nun, seid ihr bändiger oder nicht? Die Menschen sind schutzlos ohne euch. Wollt ihr nicht selbst etwas unternehmen? Eventuell die Mitbürger und Anwohner beschützen? Selbstverständlich. Ich werde so viele hier oben hinholen, wie möglich. Aber wir werden nicht viel Zeit haben. Sie brauchen eure Hilfe, euren Schutz. Das ist ein guter Plan. Die Leute erstmal in Sicherheit bringen. Soll ich euch dabei helfen? Ihr solltet zu viert das tun, was ihr tun könnt. Ich habe eine Idee. Kurze OT-Frage. Mhm. Fünf Nationen, die hatten doch auch irgendwas mit Menschenhandel und so, oder? Die waren schon finster, ja. Die haben, glaube ich, alles gemacht. Die haben auch Leute als Sklaven mitgenommen und so, ja. Okay, ja, cool. Cool. Also die fünfte Nation gibt es nicht mehr. Die ist ja von Kiyoshi schon vor Jahren zerschlagen worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also mit einer fantastischen Darbietung von Erdbändigen den Boden des Meeres hochgerissen hat, um viele Schiffe zu versenken. Aber es haben sich dann jede Menge so Splitterflotten und einzelne Schiffe und so gebildet. Also die fünfte Nation war eine große Bedrohung, weil das eine große Flotte war, die sehr mächtig war. Aber es gibt jetzt noch viele von diesen Piraten, die nicht damals ihr Schiff verloren haben, die immer noch die Meere unsicher machen. Viele von denen sind vom Wasserstamm. Ja. Oder von den Wasserstämmen. Die meisten vom Südpol. Okay. Was tut ihr? Der Meister Sao sieht euch auffordernd an. Ich halte mich an Riso, den Krieger. Suspekt nicke ich dem Meister zu und sage ihm, wie ihr wünscht. Schaue dann das Team an, dann lasst uns gehen. Und dann mache ich mich so schnell es irgendwie möglich ist auf dem Weg in Richtung des Ortes, wo das Boot anlegen soll. Ich würde aber gleich gerne die Chance nutzen, eventuell nochmal mit dem Team zu reden. Alles klar. Das ist im Prinzip einfach nur gerade runter bis an den bis in die Bucht. Und diese Bucht ist so ein Naturhafen, ne? Die ist so ein bisschen so halbmondförmig, so sichelförmig, bietet guten Schutz vor den Elementen und ist tief genug, als dass auch größere Schiffe darin ankern können. Ja. Ihr hört, als ihr weitergeht, dass im Kloster ein großer Gong geschlagen wird. Das ist der Panikgong. Irgendein Alarmsignal wahrscheinlich, ja. Okay. Erkennen wir denn, ob irgendwie die Anwohner darauf reagieren? Es werden Türen aufgerissen, Leute schauen aus Fenstern. Was ist denn hier los? Was machen sie denn da? Und so, also es ist kein Signal im Sinne von, jetzt kommen Piraten, es ist mehr so ein generelles Achtung, Vorsicht, offensichtlich. Okay. Ja gut. Versuchen wir mal. Okay. Ja. Wir könnten auf das Schiff gehen.
und schauen, wie dort die Lage ist. Ich hätte eine andere taktische Idee, falls ich das nur vorschlagen darf. Noch wissen wir nicht, wer auf dem Schiff wartet und wie viele. Vielleicht sollten wir einfach die Chance nutzen, dass die keine Ahnung haben, dass wir hier sind. Ich meine, die haben keine Ahnung, dass wir Bändiger sind. Das heißt, wir können unbemerkt auf das Schiff. Das oder und herausfinden, was sie vorhaben. Genau, aber dazu müssen wir vielleicht nicht unbedingt auf das Schiff. Ich meine, die werden bevor wahrscheinlich. Sie auf die Insel kommen? Ganz, ja. Also, ich könnte euch rüberbringen. Ihr wisst nicht, was da hinten auf euch lauert. Das kann ich mir anschauen. Es ist nicht mein erstes Piratenschiff. Ich kann vielleicht jemanden von meinem ehemaligen Wasserstamm dazu bringen, Vertrauen aufzubauen und mir zu sagen, was zur Hölle hier los ist. Ich habe da schon auch Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit und das ist eigentlich genau das, was mein Auftrag auf dieser verdammten Welt eigentlich auch ist. Ich möchte die Leute wieder zurückbringen und ich sehe da die Möglichkeit, eventuell in dem einen oder anderen noch doch noch etwas Gutes steckt. Chris ist so. Nein, auf jeden Fall ist das so. Soll ich auskundschaften? Kannst du auskundschaften, ohne gesehen zu werden? Naja, wie sind denn die Lichtverhältnisse? Ist es noch hell? Nein, es wird dunkel. Also Dämmerung. Ein bisschen Schlamm. Dann noch ist Dämmerung, aber es wird richtig dunkel demnächst. Ne? Ja. Schon, könnte ich quasi, also würde ich schon so einschätzen, dass ich darüber fliegen kann. Ich meine, die rechnen ja nicht damit, dass über ihnen jemand fliegt. Wahrscheinlich nicht, nein. Das traue ich mir schon zu, ja. Aber bitte tu mir einen Gefallen und komm direkt zurück. Natürlich, was sollte ich sonst tun? Nicht landen. Warum sollte ich landen? Ich sag's nur. Okay. Ich schwinge mich in die Lüfte und fliege zum Schiff und gucke, wie viele Leute sind dort an Bord. Okay, würfel mal, das ist gefährlich, würfel mal Rely on your skills and training, das ist mit Fokus. Mhm. Ja, so ein Luftgleiterflug. 10, 9. du bekommst, Fokus, ja, sorry, du bekommst 9, okay, 9. Also, tatsächlich gleitest du lautlos in die Lüfte und fliegst so über diese Bucht. Die Sonne ist untergegangen und es ist ganz dunkel und du siehst unter dir so einen schwarzen Schemen, dieses Schiff, das sich so in diese Bucht hineinschiebt. Mhm. Das Erste, was dir auffällt, ist, das Segel ist nicht mehr richtig gesetzt. Das Schiff bewegt sich aber trotzdem vorwärts. Es ist keine luftbändiger Sache, sondern wahrscheinlich Wasser. Du kannst nicht so einen guten, also die haben keine Lichter an Bord, weil sie offensichtlich versuchen wollen, unbemerkt zu kommen. Es ist sehr leise und still. Und du bist nicht ganz sicher, aber du würdest denken, es sind bestimmt von der Größe des Schiffes und von dem, was du erkennen kannst, sind es bestimmt 30, 40 Piratinnen an Bord. Okay. Und das macht dir ein bisschen Sorge. Du würdest afraid als Condition bekommen. Weil viele Gegner mit Bändigern dabei, das ist gefährlich. Okay, aber bin ich jetzt nicht mehr so unsicher, weil ich voll mutig übers Meer geflogen bin? Du bist nicht mehr unsicher, weil du das Kind aus dem Haus geholt hast. Stimmt. Ja, guck mal. Ja, dann. Ach so, und gab es gestern Fatigue? Wer gestern Fatigue bekommen hat, in der Nacht habt ihr es wieder ausschlafen können. Ah ja. So. Ja, das Schiff gleitet lautlos, schwarz, wie ein, fast schon wie so eine, wie ein, ich weiß nicht, Geisterschiff. In diese Bucht, total still. Ich fliege zurück und übermittle, was ich gesehen habe. Sie haben auf jeden Fall Wasserbändiger an Bord und sie versuchen lautlos zu sein. Ich würde schätzen 30 bis 40 Leute an Bord. Habe ich mir fast gedacht. Wie sieht es aus? Könntest du den Boden hier an diesem weichen Sand bändigen? Ist das möglich? Natürlich.
Okay, ich habe folgende Idee. Wenn es wirklich so viele sind, wie du sagst, und es sind so viele Bändige, haben wir zu viert eventuell keine Chance. Also, eine Falle wäre eine großartige Idee, wenn du das schaffst. Was hast du dir vorgestellt für eine Falle? Ich würde sagen, wenn wir erkennen, dass sie auf das Land stürmen in kriegerischer Absicht, wir müssen immer noch davon ausgehen, es könnte immer noch ein Notfall sein, ja? Müssen wir sie irgendwie kampfunfähig machen. Sie kommen über das Wasser. Sie sind Wasserbändiger. Wir müssen sie von dem Wasser trennen. Auf einer Insel. Mit viel Sand. Mit Flüssen. Mit einer Wasserbändigerin auf unserer Seite. Einer. Wir müssen sie festsetzen, solange es geht. Einbuddeln. Einbuddeln. Ihr wollt sie einbuddeln. Bis zur Hüfte. Bis zu den Schultern. Bis zu den Schultern. Also tatsächlich, Leute ganz in so ein Element einzusperren, zu dem sie keine Beziehung haben, kann durchaus helfen. Das hängt davon ab, wie weit der Abstand ist und so. Mhm. Allerdings, Leute in Erde einzubuddeln, ist natürlich auch eine gewisse relativ finale Sache. Ne? Also wenn sie da nicht rauskommen, dann ja. Sagen wir bis hierhin. Sie können noch atmen, aber sie können nicht bändigen. Ich wollte sie nicht bis hier oben. Also lebendig beerdigen war jetzt nicht so meine Absicht. Okay. Können wir einen von denen auf unsere Seite ziehen? Wir sind doch eine charismatische Truppe. Ich denke, spätestens wenn sie bis zur Nasenspitze im Dreck stecken, werden sie auf unserer Seite sein. Entschuldigung, ich habe das Bild gerade gesehen. Ja, wir haben heute Kuka engagiert, um Zeichnungen während des Streams zu machen. Und das ist einfach nur großartig. Ja, sie sind unglaublich gut. Aber die hatte ich jetzt gerade erst im Stream gesehen. Ich habe schon die ganze Zeit welche eingeblendet. Ich weiß, aber das ist halt schon. Das war echt von ihr. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen übrigens, dass der Kohlkopfhändler von Daniel McLean eingesprochen wurde. Wie großartig! Ja. Hab ich nicht gehört. Das ist cool. Nee, leider nicht, aber sehr großartig. Das wird gerade live gezeichnet, ja. Eine Stiftbändigerin. Ja, wann in Real nachstellen, Rest. Ach ja, ja, wir treffen uns irgendwann komplett in Cosplay und dann machen wir das. Ja. Wunderbar. Ja, genau. Was ist euer Plan? Was wollt ihr tun? Also jeder individuell erstmal erklären? Nein. Okay. Die Frage ist, auf was ihr euch einigt. Weil sonst steht ihr am Hafen und diskutiert die ganze Zeit und dann werde ich Dinge tun. Mhm. Mhm. Ich halte mich an Rie zu der Kämpfer war. Stimmt, also, der hat das bestimmt vom Kriegplan. Folgender Vorschlag. Wir machen es so. Du, Chi, versteckst dich an der Seite, wo man dich nicht sieht. Bereit, den Sand zu bändigen, sobald sie weit genug vom Wasser entfernt sind. Mhm. Saya, du wirst dich oben auf dem Hügel postieren und für den Notfall bereit sein. Du wirst wissen, was zu tun ist, oder wir rufen es dir zu, oder vielleicht weißt du es auch selber, was zu tun ist. Zu guter Letzt, Tikani, ich brauche dich, damit, wenn es soweit ist, du das Wasser möglichst weit von ihnen entfernt hältst. Oder vielleicht sogar ihr Schiff festsetzt, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber halte dich bereit. Ich werde hier auf dem Sandstrand stehen und warten, dass sie auf mich zukommen. Sie werden mich sehen. Dafür sorge ich. Alle okay damit? Ja, und dann willst du Hallo ich sagen. Schwing mich in die Luft und postiere mich an der mir zugewiesenen Position. Ich werde Ihnen Hallo sagen, wie ich es gelernt habe. Oh no. Okay, ihr habt einen Plan. Ja. Folgt ihr diesem Plan alle? Ja. Ja, dadurch, dass ich ja schon ein klein wenig Richtung Loyalty gegangen bin, was Riso angeht, vertraue ich da natürlich auf seine Alles klar. Einschätzung. Gut, also du machst dich bereit, dich auf einen Kampf mit eventuellen Wasserbändigern einzulassen. Shi, du bereitest dich darauf vor, den Sand gegen sie einzusetzen. Zaya vergräbt den Kopf in den Händen und ist eure Rückendeckung, während Rizu alleine am Strand auf die Gegner wartet. Perfekter Plan. Und
ihr seht tatsächlich diesen Schatten dieses Schiffes, den kann man so erkennen, wenn man weiß, dass es da ist, ne? In der Dunkelheit der Nacht. Und dann seht ihr, dass sich davon kleinere Schatten lösen und mehrere Boote auf den Strand zurudern. Mhm. Und als sie nur noch wenige Dutzend Meter entfernt sind, hört ihr eine laute Stimme, die brüllt: Rote Haie, Angriff! Und dann rudern die Boote nach vorne, Dutzende von Kehlen schreien auf: Rote Haie, Rote Haie! Und rudern auf den Strand zu. Und hier machen wir den Cut. Was? Was? Nein, ich will doch jetzt die Falle machen. Ich will jetzt kämpfen. Einbuddeln, Mann. No. Das machst du immer. Das machst du immer. Oh, ey, schwierig. Hä, wie frech? Dramafrosch. Ja. Ah, schwierig. Oh Mann, hey. Wunderbar. Ja, ich fand das wunderbar. Die Gruppe war sehr schön. Ich finde, das System ist sehr leicht zu leiten tatsächlich. Und ich glaube, es beim Spielen, wenn ich es mitbekommen habe, läuft es auch euch gut rein, oder? Ja. Ja. Voll. Ja. Ja. Voll. Das Regelwerk ist echt nice. Also es lohnt sich, Leute, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Avatar kennt, wenn ihr Bock auf Pen & Paper habt, das Avatar Legends ist ein wirklich, wirklich schönes Spiel, das sich definitiv lohnt. Ja. Voll. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir Montag weiterspielen.